Am wichtigsten erscheint uns, dass die Deutschen der Entwicklungszusammenarbeit positiv gegenüberstehen. Unterstützen Entwicklungshilfe. Sie sind dem Ganzen, dem Grunde nach, sehr positiv und diese positive Einstellung steigert sich nochmal, wenn es um Fluchtprävention geht. Nach wie vor gibt es ein sehr, ich würde es als negativ bezeichnen, Bild von Afrika. Man assoziiert damit vor allen Dingen Hunger, Katastrophen, Korruption, auch zum Teil Verschwendung, Krankheit, also sehr viele negative Aspekte. Und den Chancenkontinent erkennt man nur bei einem Teil der Bevölkerung, und zwar einem relativ kleinen. Also wir haben ja auch vorgestellt vor kurzem eine internationale Studie zur Einstellung der Menschen gegenüber vor allen Dingen Flüchtlingen, aber auch wie sie die Welt sehen. Und da ist sehr bemerkenswert, dass die Kriegsangst signifikant angestiegen ist im vergangenen Jahr, während das klassische Problemthema der letzten Jahre Terror als Angstthema eher abgenommen hat, was zeigt, dass also die Menschen ein reales Risiko sehen, dass es wieder mehr Kriege und Konflikte gibt. Also das ist ja einer der bemerkenswerten Ergebnisse, die man nicht oft genug wiederholen kann, während die Menschen in Europa meinen, sie und Nordamerika seien die Hauptaufnahmeländer für Flüchtlinge und die Flüchtlinge würden vor allen Dingen nach Europa kommen, ist es so, dass nur 1% der auf Migration befindlichen Menschen auf der Welt überhaupt nach Europa kommen und dass die allermeisten in den Nachbarländern Zuflucht suchen und finden und dass kleine Nachbarländer oft unglaublich große Zahlen an Flüchtlingen aufnehmen, viele Millionen, übrigens auch die Türkei viele Millionen aufnimmt, während ganz Europa mit seinen 300 Millionen Menschen 1,5 Millionen aufgenommen hat.